Ja, jetzt können wir angreifen. Ich hoffe, wir machen keinen Ausfall. Sonst werde ich nämlich hier ausfallend. Ach ja, das war das. Ach ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich erinnere mich. Diese Sache hier. Die war sehr interessant auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Weil dann können wir nämlich. Wir müssen einfach immer wieder rausgehen und reingehen. Und können quasi die ganzen Bakal-Champions einfach wegschießen. Die haben null Chance. Die haben Wurfwaffen, glaube ich, die Bakal-Leute. Also von daher. Da müssen wir aufpassen und wir werden auch beschossen. Da oben sind auch noch welche, die. Oben sind Bogenschützen noch. Aua. Das tat weh. In der Seele und im Körper. Und da muss ich echt aufpassen. Von da links hat jemand auf jeden Fall einer auf uns abgesehen. Okay, aber der ist jetzt auch down gegangen. Also einer von denen. Komm. Okay, jetzt haben wir das meiste verloren. Gib uns Pfeile. Und hier, ihr könnt eigentlich mal. Juhu! Freut euch! Ja, und ihr könnt halt hier einfach super einfach die Bakal-Champions abfrühstücken. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht. Dass die da irgendwie nicht halt rauskommen. Die selber sind nicht, erscheint nicht in der Lage, hier auf unsere Boote zu kommen. Und da wir eine sehr bogenschützenlastige Armee haben, können wir diesen schönen gewonnenen emotionalen und physischen Abstand. Trifft da gerade irgendwie nicht. Ach Gott, natürlich. Nein, wir werden. Und jetzt gleich, kurz davor, werden wir uns zurückziehen. Obwohl wir ein bisschen können wir. Und jetzt ziehen wir uns zurück. Ja. Und dann machen wir wieder Leitern. Und das gleiche Ganze nochmal von vorn. Neue Runde, neues Glück. Gewinn. Ja gut, ne? Easy.
So, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um reinzulaufen. Jubel noch einmal. Und dann geht's jetzt rein. Weil jetzt sind nämlich ziemlich viele... unterwegs gerade von denen. Komm, lass mich doch vorbei. Ah. Gut, gehe ich halt hier hinten rum. Okay, einer von den Ironclads wurde ausgenockt. Wir haben mittlerweile zwei. Das ist schon mal gut. Also, schade, dass er gefallen ist, aber gut, dass er nur ausgenockt wurde. Aua, ja, Schaden erhalten. Ich glaube, die meisten, ich glaube alle Bakal, ich weiß nicht ob alle, aber auf jeden Fall die meisten Bakal Champions müssten tot sein. Es kommen jetzt auch nur noch Seasoned Warriors raus. Sehr schön. Okay, okay. Nur jetzt nicht sterben. Einfach nur nicht sterben. Okay, so. Geht doch. Die Springspinne ist zurück. Und tödlicher als je zuvor. Nein. Ah, verdammt. Ich wollte mich eigentlich jetzt einfach ihm nähern. Und ihn dann... gnadenlos niedermetzeln. So. Ist hier oben noch jemand? Muss ich hier noch irgendwo aufräumen? Ne, ich glaube nicht. Formation. Schön eng aneinander. So, heil nochmal schön. Wunderbar, Wunderbärchen. So, dann schießen wir jetzt einfach nochmal schön hier rein. Mal sehen, haben wir hier... Heieiei, sind das hier Leichenberge? Das ist ja... schlimm. Ich möchte nicht der sein, der es nachher aufräumen muss. Okay, ich will halt nicht hier in der Mitte in der Schussbahn stehen von den Leuten. Ja, wir müssen jetzt auch hier nicht ganz weit rumstehen und uns hier irgendwie beschießen lassen. Okay, immer schön aufpassen, dass wir nicht irgendwelche, nicht nachher aus Versehen irgendwas abbekommen. Eieieiei. Ja, ja, ja. Zwei hier hin, eins hier hin. Okay. Uiuiui. Uiuiui. Das ist ja richtig wie ein Erschießungskommando hier. Das ist ja wirklich hier der Reverse D-Day. Sie versuchen aus den Häusern herauszukommen, aber wir erwarten sie an den Stränden. Vom Wasser her kommt. Wir werden sie an den Stränden erwarten. Eieiei, eieiei.
Krass, wir haben einen Schlag überlebt. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt unser letzter gewesen. Uiuiui. Na. Uiuiui. Das war knapp. Aber ich glaube, knapp überleben ist genau das, was wir gerade am besten können. Haha, wir werden einfach hinter der... Wir lauern einfach hinter der Ecke. Uiuiui, das wäre echt peinlich von einem hier, von so einem menschlichen Sklaven umgebracht zu werden. Ah, verdammt. Ja, da habe ich nicht rechtzeitig genug mich drum gekümmert. Will ich das jetzt wirklich... Ja, gut, ich meine... Okay, gut, komm, sagen wir jetzt einfach Charge. Ja gut, ne? Ich meine, jetzt sind wir nur noch gegen Bogenschützen. Bogenschützen gegen Bogenschützen, das ist... Obwohl, da ist ein Crimson Ranger. Oh. Das ist natürlich gefährlich. Da sind zwei Crimson Rangers, sehe ich da. Das, obwohl, jetzt werden die werden gerade ein bisschen nach hinten gedrückt auch. Da kommen sie jetzt rein. Huiuiui. Ja, ein bisschen was verlieren wir auf jeden Fall. Oh, und gerade ein paar von den kaiserlichen Scharfschützen auch. Ja, aber unweigerlich, unerbarmlich warnen sich unsere Leute hier ihren Weg herein. Problem ist immer, wenn welche hier so sich von der Gruppe trennen, das ist immer natürlich am gefährlichsten. Eieiei. Das ist natürlich jetzt kommt. Nee. Hier sind jetzt nur unnötige Verluste, die wir hier jetzt uns holen. 521 Leute haben wir gemacht. Das ist beeindruckend. Und wir jedes Mal, wir werden niedergestreckt, aber wir stehen wieder auf. Wir sind ein wahrer Held. Ja. Ich würde sagen, am besten werden wir am Ende in dieser Stadt eine Statue zu unseren Ehren errichten. Ich meine, wenn sonst keiner macht, müssen wir halt uns ehren, uns selber ehren. Uiuiui. Da schießt, glaube ich, jemand. Da hinten schießt jemand auf uns. Ja. Da schießt jemand auf uns. Okay, haben wir den? Ich glaube schon. Ui. Da fallen sie aus ihren Häuserlöchern heraus. Ja, komm. Charge. Ich meine, was tun, wenn nicht töten? Komm, Jungs, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Unsere Kollegen hier, unsere tapferen Männer, mit denen werden wir den Pier stürmen, mit dem Sturm nehmen. Jetzt glaube ich, sind alle. Die wichtigen sind alle tot. Sehr schön. Oh gut, da sind jetzt noch ein paar Human Dingsbums-Leute.
Ah, die sind da, glaube ich, in der Wand eingesperrt. Ha, da ist er um die Ecke gegangen und da hat er nicht damit gerechnet, dass da unsere Verstärkung steht. Aua, das wird ihm bestimmt wehgetan haben. Und damit fallen auch die letzten Verteidiger dieser schönen Stadt, die jetzt uns gehört. Juhu! Wunderbar. 50 Arrowfoot haben wir nochmal am Ende getötet. Er ist entkommen. Er ist mein Gefangener jetzt. Captain der Wache, die nehmen wir auch gerne mit. Die nehmen wir auch gerne mit. Inspektor nicht. Nehmen wir gerne. Nehmen wir alles. Das werden wir einfach gleich direkt alles hier in die Garnison reinpacken. Na gut, euch jetzt vielleicht nicht. Hier haben wir wieder schön was zum Verkaufen. Das ist doch wunderbar. Hat sich doch gleich direkt gelohnt. Und noch eine Beförderung hinterher. So. Nehmen wir das hier noch mit. Nein. Nein. So. Das wollte ich machen. Genau, erstmal keinen, damit dann hier erstmal automatisch das automatisch befüllt wird. Und dann werden wir hier noch hier die ganzen befreiten Leute als Wachen hinstellen. Wunderbar. Wunderbar. Mal sehen, wir haben bei unseren Kreator. Ja, beide haben überlebt. Also beide sind ausgenockt worden, aber ich meine, das sind alle Infanteristen, sind ausgenockt worden. Aber beide haben überlebt. Sehr schön. Haben sich doch ganz gut geschlagen, glaube ich. So. Okay, keine noblen Leute wollen uns bei uns mitmachen. Wie sieht es denn aus mit der Taverne? Der Ransom Broker. 7200, das ist doch schön. Camp Defender, gut, die brauchen wir jetzt auch nicht. So verzweifelt sind wir dann auch wieder nicht. So, dann verkaufen wir hier erstmal das ganze Zeug. So. Ja gut, unser Haushalt, Leute, haben wir ja nicht mehr. Da wäre auch noch eine Sache zu überlegen. Die könnten wir vielleicht auch noch... Das ist halt die Frage. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob Riese oder Mensch das wirklich das Beste ist. So, haben wir noch irgendwas, was wir hier... Ich würde ganz echt gern das zu unserer Hauptstadt machen. Go to Marketplace... Zum Castle. Wo können wir unser, sagen, dass unsere Hauptstadt jetzt hier sein soll? Ich glaube, wir brauchen dafür auf jeden Fall einmal Tools und einmal Velvet oder so. Spymaster in Scheich. Ach nee, das ist hier so ein... Tup ist halt. Ne, mit Ra wollen wir uns erst recht nicht anlegen, ja. Ist doch verrückt. Ach, natürlich, wahrscheinlich können wir auf jeden Fall hier nicht unsere. Dass die hier nach hier verlegen, weil die, das Ding gehört uns hier noch gar nicht. Ist ja noch gar nicht unser. Ja. So. Ich würde sagen, dann räumen wir jetzt hier noch auf. Mit ein paar Resten, damit die nicht unsere Farm überfallen. Und damit hier endlich wieder Ruhe in die Länder einkehrt. Ja, ist ja genug Krieg hier. Immer diese ganzen Kriegstreiber. Schlimm. Ich wollte von Anfang an wollte ich ja Frieden haben. Ich war ja. Ich habe direkt das erste, was ich gesagt habe, war Frieden. Aber naja. Nee. Ach, von da kommen sie. Gut, dann. Hier schön hoch, dann müssen wir die beiden, wir werden halt, ich werde jetzt noch die beiden Patrouillen da ausrotten und dann noch die Räuber da, diese eine Räuberbande da. Und dann war es das auch. Mit dem Bakal. Fürs Erste. Wir müssten dann auch eigentlich demnächst sich ja auflösen.
Die haben ja keine Burgen mehr, meine ich. Also ich wüsste jedenfalls nicht, wo sie noch ihre Burgen haben. Und ich glaube auch alle Lords sind ja, glaube ich, jetzt besiegt. Müssen wir gleich mal gucken, ob unser Schwert irgendwie mittlerweile schärfer geworden ist. Ich weiß auch nicht genau, wie wir es schärfer kriegen. Ob wir wirklich Leute töten müssen, um es schärfer zu machen, oder ob wir einfach nur warten müssen, um es schärfer zu machen. Das wäre aber irgendwie komisch. Einfach warten, das wäre jetzt für ein legendäres Schwert irgendwie komisch. Ne? So, ja, einfach liegen lassen. Auf dem Dachboden liegen lassen und dann wird es immer besser. Macht schon irgendwie Sinn, dass wir damit Leute auch töten müssen. Ja, hier, komm. So, die Räuber auch noch. Fertig. Das war jetzt nicht sonderlich aufregend. Also, erwartbar langweilig. Und jetzt noch die hier. Und auch diesen weg. Wunderbar. So, das war's auch wieder mit dieser Folge von Let's Play Mountain Blade Warband Prisno. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir eine sehr heftige Auseinandersetzung mit der Kulan-Horde haben werden. Aber bis dahin, tschüssi.